Wenn man Tiere aus nächster Nähe in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten möchte, ist eine Safari eine großartige Option. Deshalb hatte Nicky viele Jahre lang gespart, um einmal im Leben einen Urlaub in Südafrika machen zu können, wo er endlich auf die Safari gehen würde, von der er seit seiner Kindheit geträumt hatte. Die Safari versprach viele Wildtiere wie Löwen, Nashörner und Giraffen in ihrem natürlichen Lebensraum zu zeigen. Aber es gab eine Tierart, auf die sich Nicky am meisten freute. Die Elefanten. Nicky war schon immer ein großer Fan von Elefanten gewesen und staunte immer wieder über ihre Größe und Anmut. Er liebte es, wie sanft und gelassen sie waren. Elefanten sind intelligent, sehr emotional und haben ein unglaubliches Gedächtnis. Einen Elefanten in echt und nicht im Zoo zu sehen, war etwas, das Nicky schon immer tun wollte. Er fühlte eine unerklärliche Verbindung zu diesen riesigen Tieren. Und als sie sich auf die südafrikanische Safari begaben, war Nicky am meisten darauf gespannt, einen Blick auf sie zu erhaschen. Sie reisten viele Stunden lang weit hinaus in die Ebenen des Wildreservats. Nicky knipste unterwegs ein paar Fotos. Aber in seinem Herzen hoffte er, so nah wie möglich an die Elefanten heranzukommen. Seine Haut kribbelte vor Aufregung, als das Fahrzeug die holprige Straße entlangfuhr und er und ein paar andere Touristen Smalltalk mit dem Guide hielten. Schließlich tauchte eine vertraute Gestalt am Horizont auf. Zuerst dachte Nicky, es sei eine Art Luftspiegelung. Die Sonne brannte stark und die dunstige Blendung hatte seinen Augen schon ein paar Mal einen Streich gespielt. Doch als sie weiterfuhren, entpuppten sich diese nebulösen Formen als die Silhouetten einer kleinen Elefantenherde. Der Guide erzählte Nicky und den anderen Touristen, dass die Elefanten tagsüber gerne zur Wasserstelle gehen, um zu trinken, zu baden und zu entspannen. Nicky konnte es nicht fassen, dass direkt vor ihm, immer näher kommend, echte Elefanten standen. Nicht nur ein paar, die irgendwo in einem Zoo eingesperrt waren. Diese waren frei, glücklich und wild. Er hob seine Kamera und begann zu fotografieren, sobald er nahe genug war. Die holprige Straße machte es schwierig, gute Aufnahmen zu machen, aber Nicky war entschlossen, so viel wie möglich von dieser Begegnung festzuhalten. Dieser Moment war so besonders, wie er es sich nie hätte erhoffen können. Und diese riesigen Tiere an dem Ort zu sehen, an den sie wirklich gehörten, war unbeschreiblich. Nicky hatte von diesem Moment geträumt, seit er denken konnte, und nun wurde er wahr. Als die Elefanten näher kamen, merkte Nicky, dass er Tränen in den Augen hatte. Es war einer der unglaublichsten Momente in seinem Leben. Und was das Ganze noch besser machte, war die Tatsache, dass auch einige Baby-Elefanten herumliefen und spielten. Die Mütter und die Bullen hatten ein wachsames Auge auf sie, vor allem als der Safari-Truck kam. Aber sie schienen sich nicht allzu sehr an den neuen Besuchern zu stören. Während Nicky weiter fotografierte, bemerkte er, dass sich unter der kleinen Elefantenherde auch ein seltsames kleines Wesen befand. Der Mann runzelte mit der Stirn und war sich nicht sicher, was er da gerade gesehen hatte. Er untersuchte den Kamerabildschirm, um einen Blick auf das Tier zu werfen, aber leider waren die Bilder selbst mit seinem Zoom-Objektiv zu unscharf. Elefanten sind grau, das weiß jeder. Aber dieses Tier war ganz und gar nicht grau. Es war weder mit dunkelbraunem Schlamm bedeckt, noch hatte das Wasser die Farbe seines Fells verdunkelt. Es hatte tatsächlich eine seltsame, auffällige Farbe. Das alles brachte Nicky zum Nachdenken. Was war das? War es ein Elefant oder eine andere Spezies? Vielleicht war es etwas, das nicht einmal von dieser Erde stammte. Diese Fragen mögen seltsam oder albern klingen, aber in diesem Moment schien alles möglich. Sogar die Safari-Experten im Fahrzeug bemühten sich, einen besseren Blick auf das seltsame Tier inmitten der Herde zu erhaschen. Nicky kam das alles sehr seltsam und ungewöhnlich vor. Er fragte den Fahrer des Safari-Fahrzeugs, ob er noch näher an die Herde herankommen könne. Der Fahrer meinte, dass es gefährlich werden könnte, aber er stimmte zu. Langsam kam er immer näher an die Elefanten heran. Die großen Männchen begannen sich vor dem langsam heranfahrenden Fahrzeug zu fürchten und forderten die Weibchen und Kinder auf, sich hinter sie zu stellen und eine Art Barriere zwischen ihnen und dem Fahrzeug zu bilden. Schließlich erkannten die Tiere jedoch, dass von dem herannahenden Fahrzeug keine Gefahr ausging, und ließen ihre Deckung fallen, um sich wieder an der Wasserstelle zu vergnügen. In diesem Moment konnte Nicky einen richtigen Blick auf das seltsame Tier werfen. Er hob seine Kamera und machte mehrere Aufnahmen. Das Wesen trieb sich im Wasser und zwischen den Elefanten herum. Die Dickhäuter müssen sich an die Anwesenheit des Tieres gewöhnt haben, denn sie schenkten ihm keine Beachtung. Aber dieses Geschöpf war sicherlich etwas, das Nicky und die anderen Touristen noch nie gesehen oder auch nur davon gehört hatten. Und den Gesichtern der Safariführer nach zu urteilen, schienen auch sie nicht auf das besondere Phänomen vorbereitet zu sein. Vor ihnen stand tatsächlich ein kleiner, rosa Elefant. Ja, ein Elefant, der komplett rosa war. Es mag wie etwas aus einem Kinderbuch oder einem Zeichentrickfilm klingen. Nicky hätte es nicht geglaubt, wenn er es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Aber es war unverkennbar und ganz eindeutig ein rosa Elefant. Nicky hob seine Kamera und schoss mehrere Fotos, um diesen höchst seltsamen und ungewöhnlichen Anblick zu dokumentieren. Er dachte, dass er vielleicht mit einer Art Schmutz oder etwas Ähnlichem bedeckt war, das sich leicht abwaschen ließe, wenn der kleine Elefant in die Wasserstelle kletterte.
Nicky beobachtete erwartungsvoll, wie er näher an das Wasser herankam. Fröhlich wedelte er mit seinem Rüssel herum, und Nicky freute sich, dass der kleine Elefant tatsächlich ins Wasser stieg. Endlich würde er gereinigt und die rosa Farbe würde weggewaschen werden. Aber als der kleine Elefant wieder auftauchte, war er immer noch genauso rosa wie zuvor. Tatsächlich litt dieses Elefantenkalb an einer Krankheit namens Albinismus. Diese Krankheit kann sowohl Menschen als auch Tiere betreffen und die Pigmentierung der Haut beeinträchtigen. Beim Menschen wird die Haut extrem blass, fast weiß. Und bei Elefanten scheint es diese seltsame und surreale rosa Färbung zu verursachen. Glücklicherweise war der kleine Elefant, abgesehen von seinem ungewöhnlichen Aussehen, völlig gesund. Er hatte keine Schmerzen und auch sonst keine körperlichen Einschränkungen. Er war wirklich ein Unikat. Und Nicky fühlte sich sehr glücklich, einem so seltenen und geradezu niedlichen Tier begegnet zu sein. Wenn dich diese Geschichte genauso fasziniert hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Elefant grub 11 Stunden an einem Loch. Dann holte er etwas Unerwartetes heraus. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.